Servus Freunde des wunderschönen Sonnenaufgangs, willkommen hier in Need for Speed Payback, wo wir hier den kleinen Sprung hier gleich mal meistern werden, wo wir uns schon hier hingerollt haben. Aber erstmal hier mit dem Rückwärtsgang runter. Da kann so ein Sugi auch mal leise sein. So, und bin eben gesprungen. Schon wieder mal super beendig hier. Jetzt haben wir hoch mal ein bisschen mehr Anlauf. Dann versuchen wir die 83 Meter hinzukriegen und danach geht es dann über auf das letzte Frackteil. Ja, hier mal letztens das vorletzte gesucht. Yes. 132 sind 2 Sterne, das ist schon wieder super, neuer Rekord, so gefällt mir das. Aber hier rein beim Zaun, freigeschaltete Tuning, Motorhaube, so gefällt mir das Ganze. Wir haben aber noch ein Frackteil und das ist hier oben zu finden. Und wo könnte das sonst sein als wie, ja gut, wo könnte das jetzt echt sein? Ah, hier oben. Gut, da ist eine Tankstelle, da würde ich sagen, reisen wir gleich mal schnell hin. Dann haben wir das Ganze nämlich früher und dann können wir hier den wunderschönen Wagen rausholen. Beziehungsweise restaurieren. Hier noch ein kleines Stück entlang fahren. Ist das nicht die, wo die Highway heißt und startet? Hört sich nicht von hier weg. Aber ich weiß es gar nicht mehr. Naja, egal, wir fahren jetzt noch ein kleines Stück hier nach vorne und hier biegen wir dann ab vom Highway. Also ich muss hier beim... Ich weiß schon, wo ich hin, wie ich hinspringen muss. Ich habe nämlich per Zufall die Rampe hier gesehen. Und da haben wir den letzten Teil, ne? Das bringe ich, Rev. Ich wette, wir können den 240Z jetzt bauen. Ja, den können wir auch bauen. Und zwar gehen wir jetzt hier runter zur Werkstatt. Aktuell ist das ja so ein bisschen meine Lieblingswerkstatt. Diese Anarchisten-Crew nutzt Driftrennen, um Einstellungen gegen das Haus, Umstellungen gegen das Haus vorzunehmen. Sehr gut. So gefällt mir das. Wir gehen hier einmal rein. Sind das Schrottteile? Sehen wir sie uns an. So, da haben wir jetzt alles. Und ich würde sagen, wir bauen daraus auf jeden Fall ein Drag-Setup. Genau, ich möchte gerne den neuen Wagen verwenden. Jetzt haben der wir auch schon was. 240Z, auch bekannt als Fair Lady. Er ist noch immer umwerfend und mit seinem Motor der L-Serie auch konkurrenzfähig. So, wir können jetzt auch Motorhome nehmen und zwar Liberty Walk. Das gefällt mir schon mal, wenn ich das lese. Rocket Bunny Bandem. Da würde ich sagen, wir bauen schon auf Bandem hier um. Haben wir die brutalen Bandem? Irgendwie hat er schon was. Komm, lass nehmen. Teileset, Heckflügel, Heckstoßstange und Spoiler. Nee, ich finde das Aufgenietete nicht ganz so geil.
Also wenn er so weit drin ist, sagen wir mal so. Heckstoßstange. Gut, das Knien finde ich eher bescheuert, wenn ich so ehrlich bin. Was müssen wir hier schießen? Dry Drift Zone mit einem mit einer Sternwertung ab. Das versuchen wir natürlich auch noch. So ist Original Nissan. Da könnte man mit Lufteinlässen arbeiten. Ja, nehmen wir das hier. Gut, Spoiler haben wir ja noch nicht. Brauchen wir gar nicht schauen. Felgen. Gut, wenn ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht machen, mir fehlt ein bisschen die Kohle für. Aber ich glaube, das Ding ist mittlerweile schon relativ geil geworden. Also das kann man auf jeden Fall so stehen lassen. Bis auf die Höhe. Gut, irgendwie muss das Ding weiter runter. Das geht so einfach nicht. Aber ja, ich würde mal sagen, wir holen, was holen wir denn für eine Kiste? Genau, ich will mal ein bisschen driften gehen, ich will nämlich noch Teile freischalten und deswegen wählen wir mal hier den Ford aus, denn der müsste das Driften eigentlich beherrschen können. Hoffen wir zumindest mal. Wir fahren erstmal in die Garage und schauen mal, wie gut es mit dem Hobel hier geht. Wheelman erhält... Wirklich leistungsstark ist er nicht, der Kollege. Komm ich so irgendwie auf die Land 2? Ich weiß nicht, wie ich auf dem Mann 2 beim Drift komme. Keine Ahnung, wie das gehen sollte. Ich wollte eigentlich keine Hilfe. Gut, wir schauen uns einfach mal nochmal im Werk nach, beziehungsweise in der Garage nach, was wir alles so brauchen. Denn der Hobel braucht auf jeden Fall noch Leistung, damit dass er irgendwie konkurrenzfähig wird. Aber wir haben immerhin schon mal ein Driftbild. Er hat hinten schön breite Backen, er sitzt auch schön tief, er ist auch gestanzt. Suchen wir mal die Garage hier auf. So. Ich würde sagen, aktuell ist Nitro-Kapazität 10,0. Alter Schwede. Okay, ist auch ein Drag-Bild. Hier das Baumimpritzer WRX ist sonst auch nicht allzu schlecht. Lass uns mal den hier einfach nehmen. Wir nehmen den jetzt mal und wir schauen jetzt mal hier bei Optik, was uns noch so abgeht. Hierauf haben wir schon mal alles. Für die Flaps zerstöre 5 Plakatwände, da haben wir erst 2. Alter, die sind ja mal geil. Drauf damit, da überlege ich gar nicht lange. Und seit wann habe ich jetzt die vorderen Kotflügel frei? Stimmt, die konnte ich beim vorherigen auch schon ändern. So, was brauche ich hier? Erreiche eine Geschwindigkeit von 314. Alter Schwede. 3 Driftzonen. Gut, ich habe noch keine einzige gefunden, glaube ich. Gut, dadurch, dass wir 3 Driftzonen brauchen, würde ich sagen, wir nehmen trotzdem nochmal hier den Mustang-Wagen auswählen.
Wir können die Teile ja sonst verkaufen, stattdessen ein anderes Auto kaufen. Das ist jetzt auch nicht unbedingt das Problem. Ist jetzt nicht so, dass ich unbedingt den Mustang hier brauche. Ich glaube, ich kann ihn auch irgendwann mal wieder kaufen. Ich weiß es aber nicht. Wäre natürlich schade, wenn er dann weg wäre. Ganz klar. Wir suchen jetzt aber hier mal eine Driftzone. Höhenflug. Wo ist hier Drift? Ich habe, glaube ich, noch nirgendwo Drift gefunden. Das ist so ein bisschen das Manko, was ich aktuell habe. Ich würde sagen, wir fahren einfach mal eine kleine Runde. Vielleicht finden wir auch mit dem Driftbild dann auch Driftzonen. Weiß ich nicht. Muss man einfach mal ausprobieren. Irgendwie hat das was mit dem kaputten Dach rum. Ich würde gerne Herausforderungen fahren, aber ich habe mit der Karre jetzt überhaupt keine Chance. Es wäre schön, wenn ich mal eine Driftzone finden würde. Speed Trap 92, das werde ich nicht drauf kriegen. Sonst ich erstmal hier hochfahren. Dann kann ich. Oder warte mal. Was anders machen? Machen wir mal anders hier. Wir gehen hier zur Kart. Nee. Ich will ja zur Garage schnell reisen. Markenboni. Rüstet 3 oder 6 Speedkarten derselben Karte aus, um meine Markenboni zusätzlich zu erhalten. Haben wir auf jeden Fall wieder eine Plakatwand, da müssen wir auch noch welche kaputt machen. Jawohl, die haben wir. Sieht gerade so aus hier. Komm ich noch, wo dieser eine Sprung hier hinführt. Wenn hier überhaupt einer ist. Hier haben wir so ein komisches Chiton, so ein Chip. Den nehmen wir natürlich mit, wenn er schon hier liegt. Schauen wir mal, die nächste Leinwand ist hier, da fahren wir mal hin, würde ich sagen. Einfach lassen wir mal die Leinwände zerstören. Und dann würde ich sagen, war es das auch bis dorthin, wo das Spiel dann weiter freigeschaltet wird. Sprich, am Samstag wird es dann die nächste Folge geben, sprich morgen. Ich werde die Videos, die bis jetzt von mir veröffentlicht worden sind, so planen, dass eben am Samstag dann das erste Video gleich zur neuen Veröffentlichung kommt, beziehungsweise Freitag, so würde ich sagen. Freitag oder Freitagmittag nehme ich auf, dann kann ich euch Freitagnachmittag normalerweise gleich so eine Folge präsentieren. Und ja, ich glaube, das klingt gut, oder? Also heute Nachmittag, so muss ich sagen. Schau, ich bin das gerade individuell am Planen, währenddessen ich mit euch aufnehme. Nee, es ist einfach so, man muss, was das angeht, natürlich schauen, ob man das relativ früh rausbringt. Bin jetzt nicht irgendwie klickgeil oder sonst was, also es ist einfach so ein Push, den man halt zusätzlich erzeugen kann für seinen Kanal, und wer nimmt so etwas nicht gerne mit? Vielleicht wie so ein Chip. Ich weiß zwar nicht, was ich mit denen machen kann. Oh, die Plakate sind leicht zum Durchstoßen. Oh, ja.
Jetzt haben wir wieder eine Plakatwand mehr gesammelt. Und die nächste ist hier unten, da werden wir auch gleich hinfahren. Aber Driftzonen sind aktuell eher Mangelware. So, da bolzen wir mal runter hier. Der Wagen ist natürlich nicht gemacht, um geradeaus zu fahren, das muss man auch sagen. Plakatwand wird schwierig zum Treffen. Unser Auto einfach Offroad 0,0 Josef geeignet ist. Aber ansonsten ist ja hinten auf jeden Fall eine einfachere. Sag ich doch! Es hat aber nicht um viel gefehlt hier. Wir könnten aber auch einfach hier in die Garage gehen. Ist mir gerade so eingefallen. Ist ja nicht so, dass wir ein Offroad-Bild hätten hier. Big Sister Riot Club. Big Sister und ihr Clan aus Drag Racing. Es ist eh gut, wenn die Ladezeiten kurz sind. Und dann könnte man wenigstens die Texte so lassen, dass man sie trotzdem lesen könnte. Gut, ich will die eine Tafel hier noch zerstören. Das will ich einfach schaffen, bevor ich hier wir heute die Folge beende. Deswegen steigen wir hier ein, wir wählen den Wagen aus. Verlassen die Garage und dann fahren wir runter zu dieser blöden Tafel und dann zerstören wir die. Erst dann gebe ich eine Ruhe. Mal aufpassen, dass wir nicht runterstürzen. Im Schnitt 129 Sachen. Die Zone nehmen wir auch noch mit. Zwei Sterne, jawohl. Ich bin jetzt wahrscheinlich wieder extrem falsch dran. Gut, wir kehren da einfach um. Oh, war eigentlich ein guter Lauf jetzt gerade von mir, also gefällt mir. Könnten wir ruhig öfter haben. Der Baum hat mir jetzt aber gut das Leben gerettet. Oder den Arsch, sagen wir mal so. Sterben kann man ja hier im Spiel nicht wirklich, man wird da zurückgesetzt. Jetzt sind die Punkte waren mal wieder weg. Wie das Auto schon wieder aussieht hier. So, einmal hier runter.
Und jetzt hier nochmal hochbrettern und einmal die Plakatwand mitnehmen. Dürfte mit dem Auto jetzt kein Problem sein eigentlich. Gut, das habe ich halt nicht bedacht. Da ist ein Chip. Oh, die bringen Kohle. Machen wir jetzt die blauen Blinkanlage an. Unser Auto hat deutlich was. Der Ran ist so noch erwischt, die Plakatwand. Frontleitbleche haben wir jetzt freigeschaltet. Es fehlen nur noch die Lippen hinten, der Diffusor und die Auspuffe. Dafür brauche ich mir erstmal hier eine. Ja. Wie heißt das Ding? Eine Driftzone. Aha, hier haben wir wieder einen Chip. Ja, Baby! Alter! Ich habe mein Auto zerstört dabei, egal. Ja, schauen wir gleich mal hier zurück in die Werkstatt, wie das so mit Frontleitblechen aussieht. Bevor wir hier die Folge beenden, Outlaw-Marke. Die Outlaw-Marke ist auf Tempo und Nitro spezialisiert. Gehen wir mal hier rein. Können wir auch schauen, was wir unten für die Lippen brauchen. Die Spoiler-Lippe hätten wir sogar schon. Komm gleich drauf hier mit der brutalen. So, dann würde ich sagen, haben wir fast alles freigeschaltet. Es wird nur noch hier hinten zwei Dinger und ansonsten, nee, drei eigentlich. Die Rückleuchte fehlen ja auch noch. Fahre insgesamt 250 Kilometer, gut, das kommt mit der Zeit. Erschließe drei Driftzonen mit einem Stern, mit einer Sternwertung ab und 314 km/h sowie über 3 Sekunden 282 km/h. Gut. Wenn dir das Ganze gefallen hat, wäre natürlich ein Däumchen nach oben sowie ein Abo und eine Weiterempfehlung super. Ich bin jetzt aber an dieser Stelle raus, verabschiede mich, sage tschüss und ciao und das nächste Mal, sprich heute am Abend, geht's dann weiter mit der normalen Kampagne. Ich bin jetzt aber raus, bis dorthin, viel Spaß, ciao Leute.